Hi, ich bin Alice und ich habe euch in meinem Ich zeichne zum ersten Mal mit Procreate-Video gefragt, ob ihr Lust auf so eine kleine Ich-lerne-es-Porträts-zu-zeichnen-Serie hättet. Und die Antwort war sehr eindeutig, von daher, here it is. Und ich habe mir überlegt, dass ich als erstes Video da so eine 7-Tage-Challenge mache. Also ich werde jetzt 7 Tage in Folge jeden Tag ein Porträt zeichnen, digital auf meinem iPad. Und jeweils habe ich auch nur 1 Stunde dafür Zeit. Und ich habe mir überlegt, dass ich dabei auch so verschiedene Herangehensweise gerne testen möchte. Aber heute am ersten Tag werde ich einfach mal drauf losmalen, um zu schauen, was mein aktueller Stand ist. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Reise verlaufen wird. Let's go! Ich habe mir jetzt diese wunderschöne Skizze, Vorlage auf Pinterest rausgesucht. Und ich werde jetzt versuchen, sie bestmöglich abzuzeichnen. Alexa, stelle einen Timer auf 1 Stunde. 1 Stunde, ab jetzt. An Tag 1 war ich wirklich mega, mega lost. Ich war dezent überfordert und hatte keine Ahnung, wie ich an so ein Porträt von null auf herangehen soll. Aber ich dachte mir so, ey, mit einer Skizze macht man doch nie was falsch, oder? Mit der groben Skizze bin ich soweit fertig. Ich denke, es ist okay. Alexa, Timer anzeigen. Du hast 51 Minuten verbleibend auf deinem 1-Stunde-Timer. Okay, und wir haben noch knapp oder mehr als 50 Minuten für die Koloration. Ich glaube, das sollte möglich sein. Als nächstes habe ich versucht, die Farben, die ich auf meiner Vorlage sehe, grob in meinem Bild einzublocken. Und ich habe dabei auch versucht, ohne Colorpicking zu arbeiten. Und mir war schon bewusst, dass meine Farben irgendwie echt nicht optimal sind. Aber ich wusste auch nicht, wie man es besser machen soll. Und ich meine, dafür machen wir das Ganze ja, damit ich besser werde. Und es ist auf jeden Fall noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich bin gerade mega lost. Ich weiß nicht, wie ich jetzt noch das Ganze weitermachen soll. Also klar, ich habe jetzt die Farben eingeblockt. Aber was mache ich jetzt? Ich weiß wirklich nicht, wo vorne und hinten ist. Ich versuche jetzt einen Liner zu machen. Vielleicht hilft mir das irgendwas. Das Liner hat mir so ziemlich gar nichts gebracht. Das heißt, ich bin wieder zurück zu meiner ursprünglichen Skizze gegangen und habe dann versucht, mit so 2 Farben nur irgendwie Licht und Schatten in sich darzustellen. Aber ich war irgendwie total unzufrieden damit, weil es irgendwie so gräulich war. Aber in Procreate kann man das ja ein Glück sehr schnell ändern. Und zwar habe ich da einfach so eine orangene Fläche erstellt und die einfach mit dem Ineinanderkopieren-Filter auf die gräuliche Haut projiziert. Und damit sah es schon mal etwas lebendiger aus. Und mit diesem Airbrush-Pinsel habe ich da einfach immer weiter rumprobiert und geschaut, dass es irgendwie was wird. Am Ende habe ich mit dem Pinsel... Okay. am Ende habe ich mit dem 6B-Bleistift noch ein bisschen weiter gearbeitet. Alexa, stopp! Ich bin jetzt bei 1 Stunde 3 Minuten, weil ich hatte vorhin den Timer, glaube ich, nicht rechtzeitig gestartet, als ich wieder angefangen habe zu malen. Aber ich glaube, es zählt trotzdem. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde es okay für den ersten Versuch. Also ich habe mit Schlimmerem gerechnet, aber es sieht einfach total charakterlos aus. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Tagen etwas verbessern werden. Aus Tag 1 habe ich gelernt, dass ich sowohl mit der Skizze als auch mit den Farben Problem habe. Und deswegen wollte ich mich an Tag 2 erstmal nur auf die Skizze fokussieren. Und mir ist aufgefallen, dass es mir besonders schwer fällt, die wichtigen Gesichtsfeatures zu extrahieren und dann originalgetreu darzustellen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme einfach eine Zeichnung, die halt schon von jemand anderem gezeichnet wurde, also ein Porträt wurde abgezeichnet, und ich zeichne das einfach ab, weil ich dann halt lerne, wie derjenige Künstler das halt so macht, und dann vergleiche ich das Bild immer wieder mit dem Original so. Das war so meine Idee. Ich habe dafür ein bisschen auf Pinterest gesucht und bin dabei auf dieses Bild oder diese Zeichnung von Billie Eilish gestoßen. Alexa, stelle einen Timer auf 1 Stunde.
Eine Stunde, ab jetzt. Ich bin eigentlich gar nicht so toll der krasse Billie Eilish-Hörer, aber ich liebe einfach ihre ganze Ästhetik. Und es gibt so einzelne Songs von ihr, die ich einfach richtig, richtig dolle mag. Und ich finde auch das ganze Promo-Zeug, was man jetzt schon für ihr neues Album gesehen hat, so ästhetisch. Und ich war wirklich so kurz davor, mir auch mal so ein Hoodie zu bestellen, so ein Shirt. Und dann war es ausverkauft. Und dann war ich so, okay. Ja, dann halt nicht. Das Universum hat gesprochen. Was soll ich sagen? Jetzt, 2 Monate später, sitze ich hier mit Billie Eilish Hoodie und ich bin sehr glücklich und ich habe auch Karten für die Tour. Okay, kommen wir zurück zum Bild. Die Idee, eine bereits fertige Zeichnung als Vorlage zu nehmen, war zwar gut, aber hat mein eigentliches Problem nicht gelöst. Denn Proportionen richtig erfassen konnte ich dadurch immer noch nicht. Der erste Versuch sah dementsprechend weird aus und ich habe gemerkt, dass ich damit einfach nicht weiterkomme. Also habe ich versucht, das Original abzupauschen, um zu sehen, wie das Bild vereinfacht aussieht, damit ich ein Gefühl für die Form bekomme. Die Idee war zwar auch nett, aber hat mich auch nicht so richtig weitergebracht. Daher habe ich mit dieser Kreis-Strich-Technik gearbeitet, aber weil ich immer noch nicht gut genug war, diese simplen Formen in der richtigen Proportion zu zeichnen, habe ich auf dem Original diese Form angedeutet, mir diese Vorskizze kopiert und damit weitergezeichnet. Und das lief deutlich besser. Alexa, Timer anzeigen. Du hast 10 Minuten verbleibend auf deinem 1-Stunde-Timer. Falls ihr es nicht gehört habt, ich habe tatsächlich noch 10 Minuten für das Bild theoretisch. Aber irgendwie bin ich jetzt schon fertig in dem Sinne. Ja, mit diesem Bild habe ich dann auch ziemlich gestruggelt zugegebenermaßen, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe, die Proportionen korrekt zu übertragen und ich muss an diesem Punkt einfach akzeptieren, dass ich da Hilfe brauche und habe mir diese Hilfe dann auch einfach genommen, habe mir sie zugestanden. Das Ziel sollte es aber natürlich sein, das irgendwann komplett selbst zu können und ich möchte mich auch nach und nach von diesen Hilfsformen lösen. Aber ich finde, dass ich trotzdem die Skizze dann selber gut ausgearbeitet habe mit diesen Lichtwürstchen und den Schraffuren. Also ich muss sagen, der Stil gefiel mir dann echt gut. Guten Morgen, es ist Tag 3 und heute werden wir ein Bild in Schwarz-Weiß, das heißt nur in Graustufen zeichnen. Ich werde dafür mir eine Skizze abpauschen und dann wirklich versuchen, innerhalb von einer Stunde die Helligkeit und Dunkelkeit, ich glaube so rum, so gut es geht, zu übertragen. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich treue jetzt auch mal ganz frech hier Like-Werbung ein. Also, wenn dir das Video gefällt, würde ich mich sehr über ein Like oder vielleicht auch ein Abo freuen. Da ich aktuell wieder richtig im Game of Thrones-Hype bin, ich habe erst letztens wieder Staffel 6, Folge 10 gesehen und ich will nichts spoilern, falls irgendjemand nicht gesehen hat, aber oh mein Gott, ich glaube, das ist die epischste TV-Folge, die ich halt wirklich jemals gesehen habe. Ja, und ich dachte, ich zeige einfach Daenerys, weil sie, finde ich, ein schönes Gesicht und coole Haare hat. Jetzt müsst ihr nur noch eine schöne Referenz finden. Ich glaube, ich nehme einfach das Bild. Hier hat man schön helle Stellen und im Gesicht geht auch ein bisschen was ab. Alexa, stelle einen Timer auf 1 Stunde. 1 Stunde, ab jetzt. Okay, aber warum mache ich das Ganze? Warum beschränke ich mich jetzt erstmal auf die Grautöne? Also, ihr müsst es euch so vorstellen, eine Farbe hat im Endeffekt 3 Dimensionen. Einmal den Hue, heißt es glaube ich, also der Farbton, zum Beispiel in dem Beispiel lila. Dann gibt es Chroma, die Sättigung, also ist das Ganze eher gräulich oder farbintensiv. Und das dritte ist der Value, bzw. die Helligkeit. Und ein Bild funktioniert am besten, wenn man eben die Value-Werte richtig trifft. Dann ist es auch kein Problem, wenn man sich ein bisschen im Hue oder im Chroma vertut. Aber das Allerwichtigste ist, dass man eben die Helligkeit der Farben richtig abschätzt. Und bevor ich mich damit beschäftige, welche konkreten Farben ich verwende, sollte ich mich eben erstmal auf die Basics konzentrieren. Und deswegen habe ich
diese Übung eben gemacht und mir eben auch die Skizze abgepauscht, damit ich mich eben wirklich in dieser Stunde voll und ganz auf das Kolorieren fokussieren kann, was aber zugegebenermaßen nicht so gut geklappt hat. Ich arbeite übrigens natürlich ohne Color Picking oder Gray Tone Picking, sondern versuche wirklich einfach abzuschätzen, welcher Grauwert sich da eben befindet. Und ich habe auch den Hintergrund grau eingefärbt, damit ich die Farben oder die Grauwerte halt besser einschätzen kann, weil neben Weiß sieht alles immer ein bisschen dunkler aus, als es eigentlich ist. Und dann ist es einfach einfacher fürs Auge. Die Stunde ist um und es ist mir jetzt wirklich fast ein bisschen peinlich, euch das Endergebnis zu zeigen. Ich glaube, wir haben eine große Schwachstelle ermittelt. Und zwar einfach das Kolorieren. Ich habe keine Ahnung, wie man anständig das Bild mit Farben oder Grautönen füllt. Es sieht einfach super verwaschen und komisch aus. Und das Ding an der Sache ist, ich sehe die Fehler prinzipiell. Also ich denke, ich habe schon ein gutes Auge dafür. Ich sehe recht gut, wo Schatten sind, wo es dunkler, wo heller ist. Aber ich kann es einfach nicht ins Bild übertragen. Also in mein Bild. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich noch ganz dolle dran arbeiten muss. Und ich kann auch einfach keine Nasen und Münder und Gesichtfeatures zeichnen. Ich glaube, das ist auch was ich noch in Zukunft ganz schön doll üben muss. Aber ich denke, das machen wir in einem gesonderten Video. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich das Porträt, denke ich, theoretisch besser zeichnen könnte, mit welcher Herangehensweise. Aber das machen wir dann in den nächsten Tagen. Aus dem letzten Bild habe ich gemerkt, dass eine scheinbar perfekte Skizze nichts bringt, wenn man nicht versteht, was man tut. Das klingt irgendwie offensichtlich, aber ist mir einfach beim letzten Bild nochmal klar geworden. Und mir ist auch aufgefallen, wenn ich ganz weit rauszoome aus dem Bild und dann quasi Referenz und meine Zeichnung miteinander vergleiche, dann sieht man da schon viele Unterschiede. Also die Fehler liegen schon im Großen und nicht nur in den Details. Deswegen habe ich mir heute überlegt, dass ich meine Referenz verblurren werde und mich dann wirklich vom Großen ins Kleine arbeiten werde. Und dann entstehen eben diese groben Fehler nicht, hoffe ich mal. Ich schaue mal, wie es wird, aber ich bin optimistischer. Wie ihr seht, habe ich auch diesmal nicht die Skizze abgepauscht, sondern ich habe mir auf meine Referenz ein Raster gelegt und dieses Raster dann eben auch auf meine Zeichenfläche übertragen und dann einfach versucht, so gut es geht, die Grautöne dort einzublocken, wo ich sie eben auch auf der Referenz sehe. Und das Raster sollte mir einfach ein bisschen dabei helfen. Spoiler, ich bin trotzdem irgendwie nicht ganz so gut damit zurechtgekommen. Ich zoome auch immer mal so ganz weit raus und gucke dann, wo sich eben noch mein Bild von der Referenz unterscheidet. Und ich habe zum Beispiel noch zu harte Kontraste im Gesicht drin. Also das alles ist ja gefühlt eher ein Matsch. Und bei mir ist es halt noch zu differenziert. Und was man auch immer gerne macht, wenn man zum Beispiel, also man weiß im Gehirn, dass das Gesicht natürlich eine abgegrenzte Form ist. Aber im Bild muss es nicht zwingend sein. Also die Hintergrundfarben können auch wie mit dem Gesicht verschmelzen. Und da muss man sich selber immer so ein bisschen zwingen, das zu sehen, was man sieht und nicht das zu zeichnen, was man eben denkt, was man sieht. Als ich der Meinung war, dass ich mit den Grautönen erstmal fertig bin, habe ich angefangen, die einzelnen Gesichtfeatures so skizzenhaft dort einzuzeichnen, also Augen, Nase, Mund.
Und einfach nur aus Neugier wollte ich dann mal checken, ob ich das Ganze halt auch gut getroffen habe. Und habe dann mir auf die Vorlage so rote Pünktchen gezeichnet, die ich auch auf meine Zeichnung dann so kopiert habe. Und guess what? Ich lag mal vollkommen daneben. Ich habe dann mich an den roten Pünktchen orientiert und irgendwie noch versucht, das Bild zu retten. Aber irgendwie habe ich echt mehr von mir erwartet, muss ich ehrlich sagen. Dafür habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht, weil ich mir einfach selber beweisen wollte, dass ich es einigermaßen kann. Ich habe jetzt 1:11 gebraucht. Ist okay, denke ich. Ich will es ja auch nicht überstrapazieren. Es soll ja immer noch eher eine Übung bleiben. Mein Anspruch ist ja nicht, dass ich ein komplett zu 100% ausgearbeitetes Porträt am Ende habe, sondern einfach, dass ich halt während des Prozesses etwas lerne. Ich finde tatsächlich auch, dass wenn man näher an das Bild rangeht, es besser aussieht als von weiter weg. Das heißt, Notiz an mich, ich muss an der Fernwirkung arbeiten und dass die Elemente nicht nur einzeln gut aussehen, sondern auch untereinander in Kombination. Ich habe also noch viel zu lernen. Da ich an Tag 5 wirklich von Grautönen und Daenerys die Schnauze voll hatte, wollte ich all in gehen und ein Porträt in Farbe malen. Und da ich zu dem Zeitpunkt ein paar Tage früher in dem Kinofilm Back to Black war, der das Leben von Amy Winehouse so ein bisschen beschreibt, dachte ich mir, ich male einfach sie. Ich werde jetzt einfach genau so lang malen, wie diese Doku geht, weil sie geht genau fast knapp 1 Stunde. Yay! Die Skizze habe ich zugegebenermaßen einfach wieder abgepauscht, weil ich zu diesem Zeitpunkt wirklich frustriert war und mir irgendwie selber beweisen wollte, dass ich es irgendwie kann. Wie ihr gleich sehen werdet, ist dieses Bild deutlich, deutlich besser geworden als all die anderen, die ich bis dahin gezeichnet habe. Und der große Game Changer für mich war, dass ich recherchiert habe, wie andere digitale Künstler ihre Bilder rangehen. Und ich habe dabei 3 Dinge gelernt. Erstens, es geht nicht um den Brush, den man verwendet. Gute Künstler können auch nur mit einem einzigen Pinsel super Bilder schaffen. Zweitens, wenn die wichtigsten Gesichtsfeatures gut ausgearbeitet sind, wirkt das Bild auch mit minimalem Aufwand bei der restlichen Haut insane gut. Und drittens, wenn man bei der Haut die richtigen Stellen leicht betont, also richtige Highlights setzt, dezente Schatten einbaut, dann reicht das bereits. Und genau diese Tipps habe ich einfach versucht, so gut es geht, umzusetzen. Wieder ein bisschen länger gebraucht, aber ich bin so happy und mein Selbstbewusstsein ist jetzt auch endlich wieder hergestellt. Ich glaube, was hier anders war, ist, dass ich mich davor halt nochmal mit so ein paar digitalen Artists halt auseinandergesetzt habe und geschaut habe, wie die halt malen. Und ich glaube, mein Hauptproblem war wirklich so mit das Tool, also dass ich mit Procreate und den Brushes und dem allen halt noch gar nicht so wirklich klar kam, aber ich bin sehr happy. Es ist Tag 6 der Challenge und wie ihr seht, befinde ich mich in einer neuen Kulisse. Denn wie gefühlt bei allen meiner letzten Videos kam mal wieder der Umzug dazwischen. Das heißt, zwischen Tag 5 und Tag 6 gibt es eine minimale Pause. Aber ich hoffe mal, die Challenge ist trotzdem irgendwie gültig, weil ich mache ja trotzdem 7 Bilder an 7 Tagen so rum. Bloß die Tage sind noch nicht zusammenhängend. Wisst ihr? Für den heutigen Tag habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich gerne die Farben ein bisschen mehr stilisieren möchte. Also mich nicht so sehr an die Referenz halte, sondern so ein bisschen meinen eigenen Touch mit reinbringe. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Als kleine Hilfestellung habe ich mir auch wie bei den anderen Bildern so die wichtigsten Punkte im Gesicht markiert, damit ich dann später nicht komplett lost bin. Und dann wollte ich kolorieren, aber dann kam ein kleiner Gast zu Besuch.
Dann habe ich wieder das Gesicht und allgemein den ganzen Körper in einer Farbe eingefärbt. Bloß anders als bei den anderen Bildern habe ich mich diesmal für einen Gelb entschieden. Sonst hatte ich immer so einen Hautton, aber ich wollte diesmal einfach so ein bisschen rumexperimentieren. Und danach habe ich wieder mir irgendwelche Hauttöne genommen und die einfach dahin gepackt, wo ich meinte, sie zu sehen. Zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie seit 2-3 Monaten kein Pinsel bzw. Stift mehr in der Hand gehabt. Deswegen muss ich mich erstmal wieder so ein bisschen ans Zeichnen und Malen gewöhnen. Aber ich denke, ich bin dann ganz gut reingekommen und habe einfach das gemacht, was sich in dem Moment für mich richtig angefühlt hat. Und dadurch, dass ich dem Bild so ein bisschen Struktur verliehen habe und auch bei den Wangen so kleine Kringel gemacht habe, dadurch habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen die Mankos des Bildes versteckt habe, weil schaut man sich mal die Augen oder die Nase an oder keine Ahnung, das alles ohne die ganzen Strukturdinger, dann sieht das Bild gar nicht mehr so gut aus. Aber irgendwie hat es trotzdem was. Es sind zwar erst 43 Minuten vergangen, aber irgendwie bin ich jetzt schon fertig? Irgendwie habe ich diesmal einfach drauf losgemalt und eigentlich war es schon mein Ziel, was Realistisches zu malen. Aber ganz ehrlich, ich habe das in dem Moment einfach viel mehr gefühlt und ich habe einfach genau das gemacht, worauf ich Lust hatte. Und irgendwie mag ich den Stil voll. Ich weiß auch nicht, es kam einfach so mit dem Flow. Jetzt wird es ernst. Ich werde jetzt gleich mich auf die Couch platzen und das Bild aus Tag 1 nochmal malen. Und ich bin sehr gespannt, ob und inwieweit eine Verbesserung erkennbar ist. Mal schauen. Ich denke, ich muss euch jetzt nicht nochmal meine Herangehensweise an Bilder erklären. Deswegen dachte ich, dass ich jetzt nur so ein kleines Fazit aus dieser kleinen Challenge ziehe. Also, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass ich noch sehr viel lernen muss. Die Skizze von Tag 2 fand ich schon echt gut und will auch mehr in die Richtung machen. Und auch die letzten beiden Bilder von Tag 6 und 7 gefallen mir eigentlich auch recht gut. Auch wenn das gar nicht so das geworden ist, was ich beabsichtigt hatte. Ich denke auch, dass ich prinzipiell ein gutes Auge für Farben habe. Aber irgendwie kann ich es einfach noch nicht so richtig umsetzen. Aber ich habe trotzdem mindestens eine Sache in Bezug auf Farben gelernt. Was ich tatsächlich letztens in einem YouTube-Video gelernt habe, ist The Power of Grey. Und zwar, wenn man sich die Referenz hier anschaut, dann sieht diese Stelle ja irgendwie grünlich aus, gell? Aber wenn man das jetzt halt grünlich mal so malen würde, sieht kacke aus. Okay, ich habe jetzt auch ein bisschen übertrieben. Und was ich gemacht habe, ist, ich bin hier von meinem Hautton einfach ein bisschen Richtung Grün gegangen und habe dann den Kreis so ins Gräuliche geschoben. Und dann bekommt man hier diese grünliche Farbe. Und es wirkt halt einfach nur grün, weil die Umgebung orange ist. Also es ist einfach so ein bisschen Color Theory. Vielleicht interessiert es jemanden. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Learning für mich. Ich habe gelernt, dass ich aktuell einfach noch Hilfe dabei brauche beim richtigen Porträtzeichnen. Und ich will auch eigentlich ein bisschen davon wegkommen. Aber ich finde es nicht per se schlimm, wenn man nicht 100% alles selbst macht. Denn mir persönlich geht es um Spaß beim Malen. Und ich habe beim Erkennen und Übertragen von Proportionen halt einfach keinen Spaß. Und cheate deswegen etwas. Jetzt eine kleine Ausrede von mir. Weil ich weiß nicht, ob es vielleicht auch am Medium liegt. Weil normalerweise zeichne ich ja eher auf Leinwand und Papier und eher weniger digital. Also ich will nicht sagen, dass ich schon perfekt malen kann, aber ich glaube schon, dass ich es noch besser kann. Deswegen möchte ich das nächste Mal Porträts eher auf Papier zeichnen. Ich will eh mal so mehr sketchen und ich habe einfach das Gefühl, dass ich mich da wohler fühle. Und ein letztes Learning ist, dass ich einfach Gesichtfeatures noch mehr üben und vor allem verstehen muss. Ich dachte eigentlich immer, dass ich weiß, wie die aufgebaut sind, aber anscheinend weiß ich das doch nicht. Vielleicht kann man dazu ja auch mal so ein Video machen.
Es ist jetzt 22 Uhr abends und ich habe das Video endlich fertig geschnitten. Nochmal für euch zum Vergleich. Das hier war die Zeichnung aus Tag 1 und das die Zeichnung von Tag 7, so ungefähr 2 Monate später. Es tut mir leid, dass die Challenge so ein bisschen scuffed ist, aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich sehr über ein Like und ein Abo. Und ihr könnt euch wirklich auf die kommenden Videos freuen, weil ich da echt coole Sachen geplant habe. Unter anderem will ich auch wieder ein bisschen Original-Musik machen. Also da könnt ihr euch freuen. Und ja, wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie gesagt, abonniert gerne den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Montag hoffentlich wieder. Nächste Woche ist Utopia und ich hoffe, dass ich es schaffe, ein Video vorzuproduzieren. Aber wir glauben an mich. Wir denken positiv. Tschüssi!